Die Deutsche Bahn will offenbar ab nächstem Jahr ihr Angebot an Intercity-Zügen deutlich reduzieren. Das geht aus einem vertraulichen Schreiben an die Bundesnetzagentur hervor. Der Spiegel hatte zuerst darüber berichtet. In zahlreichen Städten sollen dann keine Fernverkehrszüge mehr halten. Besonders in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern fallen Zughalte weg. Zudem sollen in der Nebensaison deutlich weniger Züge nach Stralsund an die Ostsee fahren. Grund für die Streichung sei, dass zahlreiche Verbindungen durch die hohe Schienenmaut nicht mehr rentabel seien. Ein Sprecher der Bahn schloss auch teurere Fahrpreise in Zukunft nicht aus.